Hallo, wir sind auf dem Weg nach Colmar zum dritten vogtländischen Elektromobilitätstreffen und wir nutzen hier beim Elektroblitz im Kirchberg die erste sächsische 43 kW Schnelllademöglichkeit. Dieser Ladepunkt wurde über das Going Electric Crowdfunding finanziert und hier kann ich meine Zoe mit 43 kW laden, was ungefähr eine Ladezeit von 20 bis 30 Minuten für eine Vollladung benötigt. Ja, wie man hier sieht, geht die Ladung ziemlich schnell. Wir sind bereits bei 91% SOC und werden dann auch gleich weiterfahren ins Vogtland. Ja, wir sind jetzt angekommen und befinden uns beim dritten vogtländischen Elektromobilitätstreffen in Teubach bei der Agrargenossenschaft. Hier gibt es ziemlich viel Photovoltaik, mit dem wir unsere Autos laden können. Wir werden jetzt eine Biogasanlage besichtigen und werden auch entsprechend hier Mittagessen gehen. Wie man sieht, sind zahlreiche Marken vertreten, zahlreiche Elektroautofahrer aus der Region. Ich denke, das wird ein schöner Tag. So, ansonsten sind wir jetzt hier an unserer Biogasanlage. Ich gehe mal gleich mit der Lieferwerfen hier. Nach zwei Jahren, ja, mit einer Stöpfung ist man trotzdem nachweislich. Emissionsschutz, Schutz, alles ein ganz großes Thema. Weil es ist schlimm, wenn man eine Stunde lang mehr Abgase produziert und dafür die andere Stunde weniger. Wir haben zum einen aber in dem Behälter eine biologische. Wir haben zum Beispiel ein anderes Problem, dass wir recht lieber. Wir haben ja mit Ladenetz auch nicht. Das ist halt aber so ein Problem. Wir haben unsere Werbung unterwegs. Eigentlich können wir jetzt gar keine Tesla-Probefahrt machen, weil wir keinen Vergleichs-Porsche haben. Lass uns mal zwei Minuten. Was muss ich machen? Das war so. Probefahrt! Fahrt, wie sieht es aus? Gibt's noch vorbei, dass einer hier drin. Ja, alles klar. Das ist mein Rotzwürger. Der 360 Volt Batteriespannung und beim Laden knapp 400 noch. Ein bisschen schneller. Das ist jetzt die uns gefunden haben, nahezu geräuschlos. Luftkurort. Abgasfrei als Luftkurort, wissen Sie das ganz besonders zu schätzen. wir haben zwar ein frühes Fahrzeug, aber das ist mehr. So, das Freilichtmuseum Olberfund. Es gibt es seit 1992. Seit 1995 ist es für Besucher geöffnet. Es hat hier nichts gestanden. Die Gebäude, die sind alle komplett umgesetzt worden, einschließlich des Hauses, des Gasthauses, da sie dann reingehen werden. Olberbrunn hat ungefähr 150 Einwohner, ist auf den wenigsten Landkarten zu finden, nehme ich mal an. Gehört zu Erlbach dazu und Erlbach gehört seit Anfang des Jahres verwaltungsmäßig zur Stadt Magdeburg-Kirche. Wie das heißt? Ja. Eingemeindet, genau.
letztes Jahr zu quälen, ne? Ein paar Bilder ausgewählt. Ansonsten war ja unser Sohn, der Fritz, der Große mit. Und der hat also sämtliche Bilder von allen Situationen gemacht. Und der war ganz leise, da habe ich auch noch Bilder mit eingebaut. Der war ganz schön.